Hallöchen, ja, heute wieder mein Haul. Ich habe ein bisschen eingekauft und da kommen noch mindestens zwei nächste Hauls. Heute aber Kraft der Jede, steht hier nämlich schon am längsten. Irgendwie hatte ich noch ja keine Zeit. Ich habe mir ganz schöne Sachen da bestellt und zwar bin ich zufällig auf die Idee gekommen, weil ja, bei Stampin' Up! Gibt es ja so ein Stempelset, wo so eine geile Randstanze dabei ist, die so eine gelochten und gerissenen und so Ränder hat und ja, die wollte ich mir eigentlich bestellen. Also vielmehr die Stanze für den Rand fand ich super, aber alles andere von diesem Set wollte ich nicht. Waren glaube ich wieder Blumen oder so. Egal, auf jeden Fall bin ich dann zufällig irgendwie, nee Quatsch. Und dann gibt es ja auch noch die Paillettenstanzen bei SU und ja, irgendwie dachte ich auch, da war so viel Geld dafür und auch zufällig, auch bei Kraft.de habe ich auch so eine Paillettenstanzen bekommen. Aber gut, das jetzt mal teasert. Hier seht ihr, was da immer Schönes drin ist. Am Anfang Scrapbooking als Lebensgefühl. Da gibt es halt 10% gerade, aber das ist jetzt, glaube ich, schon. Ah, ne, 30. dabei bis 15. Juni. Also könnt ihr auf jeden Fall noch gucken. Für eine Bestellung über 50 Euro gibt es 15%. Ja, kann ich ja direkt dann nochmal gucken gehen, wa? Ja, also ich fange mal ganz einfach an. Also diese Fläschchen habe ich mir mitbestellt. Davon habe ich nämlich schon zwei. Und ihr seht, die habe ich immer noch und die funktionieren super. Während diese Fläschchen, das hatte ich da auch mal bestellt, das ist eigentlich total Mist. Aber die hier sind gut und die kosten halt auch nicht viel Geld. Und zwar nur 1,79 plus immer diese Steuer. Da weiß ich immer nicht so genau, wie ich das berechne. Ich glaube, das sind 15% oder so. Wartet mal, ich kann ja nochmal gucken. Und zwar, ich habe bezahlt mit Versand 105 Euro. Wobei 5 Euro der Versand ist. Also bei 100 Euro habe ich 16,79 Euro Steuern bezahlt. Das heißt also so knapp 16-17% Steuer kommt hier noch drauf. Das wären dann bei 1,79. Also das kommen wir auf 2 Euro vielleicht, sage ich jetzt mal. Finde ich einen guten Preis. Also 1 Euro pro Flasche kann man nicht sagen. Dafür, dass sie super halten und auch bei meisten anderen. Ich habe so eine von Sustrene Grene auch. Da gehen immer oben die Nuppis ab. Und das ist bis jetzt bei denen noch nicht passiert. Deshalb habe ich sie nochmal nachbestellt. Also Klebefläschchen kann man immer gebrauchen. Dann endlich, ich weiß, alle anderen haben die schon, habe ich mir die mal bestellt. Die kostet da in dem Shop 12 Euro, eben plus die 16%. Ja, wie gesagt, damit kann man ja super schnell Karten machen und deshalb habe ich sie mir jetzt endlich bestellt. Ist halt ja so ein Basic, Happy Birthday geht immer und ja, ist nichts Weltbewegendes. Dann, tada, ja, Weihnachten kommt schneller als man denkt, aber ich konnte nicht dran vorbei. Guckt mal, ein Wintereinhorn. Ich mag das voll und außerdem noch ein Pingu und Winter, ja. Also damit kann man auch schöne Alben machen. Hier seht ihr auch gleich die Firma, die ich hier entdeckt habe für mich. Bei der werde ich sicherlich noch öfter oder also Sachen von denen werde ich sicherlich noch öfter bestellen. Habe ich auch schon bei Kreativdepot gesehen. Aber wie gesagt, Kraft.de hattet massenhaft in ihrem Shop. Also viele, viele, viele Dinge. Ich habe auch viele, viele Dinge von der Firma bestellt. Jetzt aber nochmal eine andere Firma. Und zwar Pink Fresh and Studio. Hier habe ich mir so eine Rahmen bestellt. Einmal so, ja, man kann die aneinander setzen, wenn man will. Aber man kann sie auch einzeln nehmen. Und ich fand das auch sehr schön für Scrapbooking. Also viele, also eigentlich ist überwiegend alles hier nicht unbedingt für Karten, sondern zum Scrapbooken. So, und jetzt kommt schon die Stanze, um die geht. Also ihr seht es hier, ich glaube die von SU ist glaube sowas in der Art oder sowas, bin mir nicht sicher. Aber hier seht ihr die Sachen, ich glaube sowas in der Art. Das ist ein bisschen länglicher, sieht ein bisschen anders aus, aber ich kann euch ja mal den Preis sagen. Da fällt er jetzt gleich vom Glauben ab. 6,26 plus 16%, ja. Also ich meine, die Z da von Stampin' Up! Das kostet, oder die Stanze selber kostet ja mindestens 40 Euro und da habt ihr ja nur eine so eine Ranke. Was ich auch schön finde, das ist ja hier, glaube ich, und das will ich dann nämlich auch mal probieren, für diese Ringe da, die gibt's, hätte ich eigentlich gleich mal welche mitbestellen können, die gibt es ja eigentlich auch bei Kraft.de. Dann kann man ja so eine Alben da machen. Ja, fand ich also wirklich schön. Probieren wir auch gleich alles mal aus. Ja, und jetzt die Pailletten, die kosten 5 Euro noch was. Die sind ein bisschen kleiner als die von Stampin' Up!, glaube ich. Also die großen von Stampin' Up! Sind, glaube ich, eher so. Aber ich finde, die reichen mir. Und hier finde ich schön, hier gibt es einmal die Paillettenform, aber auch glatt. Und ich kann mir das schön vorstellen für Reste. Und dass man das dann so auf einer Karte arrangiert. Probieren wir vielleicht auch gleich mal aus. Mal sehen, wie viel Zeit ich habe. Eigentlich ist es halt super Bastelwetter, aber jetzt kommt hier gerade die Sonne rein.
Also es hatte mich total geregnet heute Morgen. Da dachte ich mir auch, dann kannst du ja jetzt endlich mal ein Video machen. So, es geht weiter mit der gleichen, also es ist alles von der gleichen Firma. Wie gesagt, Weihnachten kommt schneller als man denkt. Wir haben jetzt schon fast Juni. Und ja, die Bäume haben es mir halt angetan. Ich weiß, ich habe ja so ähnliche von Stampin' Up, aber die sind hier viel kleiner und ist das nicht süß? Also, wie gesagt, und das kostet alles so um 5, 6 €. Das finde ich echt einen total guten Preis. Wir probieren die auch gleich mal aus, ob die auch, also wie gesagt, die Pailletten 5,36 plus eben immer diese 16%. Die Bäume kosten 6,26. Und dann das nächste ist halt so ein Blumenarrangement. Kann man auch immer gebrauchen, wie gesagt, für Scrapbooking oder für Alben. Ich rede immer von Scrapbooking und Alben und mache keine, wa? Weil ich irgendwie keine Muße habe. Aber das kommt wieder. Versprochen. So, und dann geht's weiter mit der Firma. Also ihr seht, diese Unzeichen. Ich weiß, ich habe schon drei verschiedene Uns. Das eine das war ja sehr, nee, teuer war das auch nicht, aber wie gesagt, die hier sind so drei verschiedene. Und ja, das fand ich irgendwie schön. Ich hoffe, die sehen ausgestanzt, sehen auch so schön aus. Dann geht's weiter mit, na was? Eukalyptus. Habe ich jetzt auch schon welche. Aber hier ist auch so ein. Für Weihnachten kann man das auch gut nehmen. Die haben mir wirklich sehr, sehr gefallen. Wie gesagt, alle 5, 6 €. Ich sage es jetzt nicht im Einzelnen. Und dann nochmal eine Stanze. Die hat wahrscheinlich auch schon jeder. Auch so um 12 € von Lawnfawn. Aber wie gesagt, ihr seht, es wird schon ein bisschen weihnachtlich bei mir, obwohl ich genug Weihnachtszeug habe. Und als letztes diese Box. Das ist eine Milchkarton, glaube ich. Und ja, wartet mal, ich guck mal, ob das in die A5 passt. Moment. So, hier ist meine A5-Platte. Also die benutze ich ja eigentlich kaum noch. Und ja, doch, passt auch in A5. Also perfekt. Ich mache mir darüber Gott sei Dank keine Gedanken mehr, weil ich ja die A4 habe. Und ja, wie gesagt, jetzt würde ich sagen, probieren wir wieder so ein paar Sachen aus. Ich versuche mal alles so auszustanzen. Also vor allen Dingen die Box. Wir machen jetzt zuerst diese Box. Dann machen wir vielleicht noch eine Karte hier mit und die anderen Sachen stanze ich halt mal aus. Aber dafür mal noch einen kleinen Moment, mache ich außerhalb der Kamera. So, jetzt habe ich mal alles Mögliche ausgestanzt, nicht alles, weil das würde jetzt zu weit führen. Also hier seht da das Milchhäuschen Stanze. Also ich kurbel immer zweimal durch, weil ich immer hin und zurück mache. Das sieht jetzt alles sehr gut aus. Ich falze das mal durch. Hier sind schon die Fensterle. Da fallen immer auch so eine Vierecke raus. Ich meine, wer ganz viel Geduld hat, also ich gehöre nicht dazu, der kann das auch schön. Jetzt reißt das Papier hier. Der kann das auch schön als Reste auf eine Karte machen. Sieht bestimmt super aus. So, jetzt hier immer mit dem. Muss ich da noch was einschneiden? Wie war denn das? Mit dem Milchhäuschen. Ich habe ja schon so was mal gemacht. Aber fragt mich mal. Glaube man. Jetzt sieht das schon los, wa? Naja, hier unten muss man auf jeden Fall zusammenkleben, wa? So steht mal fest. Warte mal. Ich hab doch schon ihn gemacht. Hier, seht ihr. Mit meinen Demo-Frauen. Muss man das nach innen drücken? Ja, genau. Jetzt weiß ich wieder. Jetzt weiß ich wieder. So. Also, ich habe gedacht, das sind ja wohl die Fenster. Vorne und hinten. Und also in der Stanze ist ja so ein kleines Bein, ein großes Fenster und diese Schilder. Und die Schilder dachte ich, also wahrscheinlich, ich habe sie hier einmal in weiß ausgestanzt. Scheiße, hier ist gerissen. Und in durchsichtig. Man sich jetzt halt überlegen, dann hätte ich die Fenster aber jetzt in braun. Deshalb klebe ich das jetzt auf jeden Fall in durchsichtig aufeinander. Ihr seht da meine Fläschchen in Aktion. Also ich mag die sehr. Naja, wahrscheinlich wird noch oh, scheiße, schief. Besser, wenn man, also man kann sicherlich auch das Fenster,
in die Schachtel stanzen. Aber wobei, na doch hier. Also jetzt könnte man wahrscheinlich mit dem, ja, mit dem Fenster einfach und dann da direkt draufkleben. Können wir ja mal probieren. Hier vorne. Ja. Naja, mal probieren. Also ich stand jetzt mal, also wie gesagt, die Schachtel. Hier ist die Klebelasche, die will ich ja immer hinten haben. Und die Seiten gehen rein. Also ist hier mein vorne. Und ich werde jetzt mal versuchen, das hier auszustanzen. So, also ich habe es ausgestanzt. Ist natürlich dann Quadrat geworden, logisch, war, wer nachdenken kann. Also jetzt kann ich es hier entweder so oben raufkleben, aber dann sieht man ja beim Vellum den Kleberrand. Aber ja, irgendwie werde ich es jetzt wahrscheinlich hier hinter kleben. Also nicht wahrscheinlich, ihr klebt es jetzt dahinter. Da muss man sich halt ein bisschen ausprobieren, ne? Klebt es jetzt dahinter. Wie gesagt, macht ja nur Sinn mit Vellum oder irgendetwas, was durchsichtig ist. Sonst kann man das ja nicht da festkleben, ne? Und wenn ich das jetzt mit der großen Stanze gemacht hätte, also mit denen, dann wäre das ja zu groß. Also muss es so gehen, ja? Also jetzt hier genau drin. Muss man jetzt mal gucken, dass man. Und ich werde jetzt einfach noch einen Rahmen oben. Also ich kann jetzt den gleichen nehmen. Was eigentlich auch cool war. Ja. Oder eben den weißen. Ja. Aber ich glaube, ich nehme den. Ja, finde ich cool. Oder? Gut, aber so haben wir auch ein durchsichtiges Fenster. Also ich habe das ja eigentlich bestellt, eventuell als Adventskalender, ne? Also so als Häuschen. So ist es ja dann. Jetzt überlege ich halt noch. Ich mache jetzt hier hinten noch ein Blindfenster drauf. Jetzt kleben wir einfach hier zu. Das steht ja auch so wie immer im Bild, wenn es sieht. So, ich würde sagen, aber es ist ja wieder falsch rum. Ich hätte hier noch mal ein bisschen vorher falzen sollen. Entschuldigung. So, nochmal zu. Familienhut. Ich glaube, ich verwende mal den kleinen Schneemann hier. Pinguin. Pinguin. Aber ansonsten, ach so, wartet mal. Ich habe ja noch diverse Sachen ausgestanzt von den anderen Sachen, also um euch das mal zu zeigen. Wie gesagt, das trocknet jetzt hier. Also ich habe nicht alles ausgestanzt. Die Sachen hier habe ich nicht ausgestanzt. Und die von Lawn Fawn, weil da mache ich sicherlich extra Videos nochmal. Aber huch, ist vielleicht ein bisschen groß, aber das könnte man jetzt hier zum Beispiel nehmen als Verzierung. Oder so ein Bäumchen. Guckt mal, ist das nicht schön? Sind die nicht schön, die Bäumchen? Also ich bin wirklich ganz verliebt in diese Stanzen. Guckt mal, das ist diese Z mit den Bäumchen. Und dann, das ist auch geil, oder? Wobei ich da eine Krise kriege beim Aufkleben. Aber guck mal, wie süß. Also, wie gesagt, da kann man echt jetzt sich ausfuddeln. Ja, jetzt kleben wir hier erstmal zu. Ich hätte jetzt vielleicht Kleber nehmen sollen, der schnell anzieht.
und dann ist mein Häuschen fertig. Also warum ist das nach außen? So. Toll, oder? Ich finde es toll. Jetzt braucht man natürlich, entweder klebt man das da oben zu. Jetzt ist meine Schublade. Oder man macht das mit so einer, ich jetzt keine hier, keine passende, mit so einer Klemme. Aber ich frage mich gerade, wie soll ich denn das machen, wenn ich... Ja, jetzt Adventskalender, da habe ich auch wieder nicht weitergedacht. Aber egal, es ist eine schöne Verpackung mal zum Nikolaus oder wie auch immer. Ich finde es schön. Und wie gesagt, die hat 13 Euro gekostet. Das ist jetzt auch keine große Investition, oder? Achso, man muss hier immer nach außen drücken, damit das so aussieht, wie es aussehen soll. So. Ja. Dörte. Wie will er nicht? Wie ich das will. So. Jetzt stempeln wir mal den Hasen hier ab. Den, nicht den Hasen, sondern den Pingu. Der ist so niedlich. Ich habe ja noch so einen süßen von der einen lieben Fatima mal geschenkt bekommen. So, und da der ja sowieso schwarz ist, können wir den natürlich auch in schwarz stempeln. Erstmal probieren. Schauen wir mal, ob es gleich beim ersten Mal klappt. Oh, sieht erstmal gut aus. Ist der süß, wa? Der süß. Bisschen winterlich schon, war im Sommer. Na und? So ist es halt. Vielleicht kommt das Video ja raus, wenn es total warm ist. Dann passt es wieder. Ah, schon verschmiert. Typisch Versa-Fan, da muss man ein bisschen warten. Jetzt habe ich das verschmiert, ey Leute. So ihr Hasen, ich hatte jetzt gerade Mittag und vorher habe ich noch dann doch noch die Schachtel hier noch mal schöner gemacht, weil der ist total verschmiert hier, der Kleine, und irgendwie ja sah das nicht so aus, wie ich mir das vorgestellt habe, und deshalb habe ich jetzt hier doch noch mal die Stanzen, diese Eukalyptusstanzen hier ausgestanzt in dem gleichen Papier, wie die Dose ist, und habe das hier rangehangen und dieses Und von diesen Und-Stanzen, das kleine Und, hier reingemacht. Und vielen Dank. Und ja, jetzt gefällt mir das. Ich habe das hier oben natürlich angeklebt. Und jetzt kann man hier schön irgendwas befüllen. Hier muss ich nochmal richtig kleben. Ja, und ich habe auch die goldenen, ich wollte ja die goldenen Klemmerchen, die habe ich nämlich bei Sustrene Grene gekriegt mal. Und ja, irgendwie will er aber nicht immer so, wie ich das will hier. Muss aber, also jetzt fällt mir das viel besser. Ich habe das gleiche dann nochmal in weiß gemacht. Hier habe ich jetzt, wie gesagt, auch diese Blätter nochmal und diese andere Stanze, die ich euch hier gezeigt habe. Also wie gesagt, diese hier ist das. Die habe ich hier in der Mitte durchgeschnitten. Hier habe ich natürlich noch ein bisschen gesprenkelt, ein bisschen Nylongarn ran. Und ja, also die beiden Schachteln, die fallen mir jetzt wunderschön. Und so habe ich mir das vorgestellt. Deswegen habe ich mir die Stanze bestellt. Jo, so jetzt aber mal zu den... Zu den Pailletten. Jetzt kommen wir zu den Pailletten.
Also wie gesagt, die habe ich ja auch alle ausgestanzt. Also das sind ja einmal Pailletten und einmal so runde, normale. Die habe ich hier immer nur in weiß ausgestanzt. Wie gesagt, das wäre die männliche Version meiner Meinung nach. So Unterlegscheiben halt, ne? Und das andere fehlt jetzt hier. Wäre die weibliche. Dafür habe ich mir schon was vorbereitet eigentlich. Und jetzt ist es weg. Auf jeden Fall eine Grundkarte, wie immer. Hier 14,5 x 10,5. Dann habe ich mir ausgestanzt von Create a Smile zum Geburtstag. Diese Schattenstanze oder nur Geburtstag. Und so ein Vellum hier aus diesen Action-Vellum-Blöcken. Und die Pailletten muss ich jetzt hier alle einsammeln. Die habe ich in so einem Roségold, diese, was ich jetzt immer nehme von Teddy da. Und ihr seht es schon, mehr muss man da ja nicht machen. Das ist dann schon meine Karte. Ich habe sie jetzt noch. Ich muss sie jetzt alle einsammeln hier. Ich habe sie jetzt halt noch. Also ihr könnt es einfach so aufkleben oder eben, ich mache das jetzt hier mit Aufleger. Und den Aufleger werde ich wohl noch ein bisschen sprenkeln. Bin mir jetzt aber noch nicht sicher. Ah, jetzt habe ich hier mein Make-up schon raufgeschmiert. Wie ich die so anordne. Also auf jeden Fall hier oben muss ja noch zum hin, zum Geburtstag. Ja, irgendwie fehlt noch eine ganz große, bin ich der Meinung. Weil das sind ja zwei ganz große, drei so mittlere. Sind jetzt hier irgendwo verschollen. Keine Ahnung. Moment mal. So ihr Lieben, neuer Tag, neues Glück. Ich habe mich umentschieden, wie ihr seht. Ich habe hier nicht das Schwarz genommen, das war mir irgendwie zu hart zu den zarten Farben. Ich habe auch alle Pailletten, naja, nicht wiedergefunden, aber ich habe noch ein paar ausgestanzt. Und wie gesagt, jetzt bringe ich das eigentlich alles nur aufeinander und dann zeige ich euch noch diese Randstanzen und dann sind wir schon durch. Jo. Dabei viel Spaß. Achso, ich habe hier noch gesprenkelt. Ich weiß ja nicht, ob ich das schon vor der Kamera gemacht habe, mit so einer Metallic-Farbe von Action. Und wie gesagt, das ist hier grauer Cardstock, wo ich ausgestanzt habe. Und ja, seht das hier los, die Fummel. So, ihr Lieben, das war meine Karte. Ich hoffe, die wird jetzt hier auch noch scharf. Wunderschön, oder? Also, ja, wisst ihr, warum ich die Pailletten jetzt hier habe. Wie gesagt, da sind dann immer gleich ein paar mehr. Die mache ich mir jetzt in so ein kleines Schächtelchen drin und dann ist gut. Jetzt kommen wir zu diesen Randstanzen. Wie gesagt, die habe ich, erinnere ich schon weg, habe ich hier auch alle mal für euch ausgestanzt. Also alle auf ihrem Papier. Hier seht ihr, das sind ja immer positiv und negativ. Wobei ich finde, dass diese Seite, also ich weiß ja nicht, ob das jetzt das Negative ist oder wie man das nennt, irgendwie schöner ist als die andere. Wie gesagt, das ist dann so. Hier könnte man so ja auch ein bisschen Garn durchfädeln, wie ich finde. Das sind hier eben für diese Ringe. Ich weiß ja nicht, wie die heißen, Disc-Ringe, keine Ahnung. So ATC-Karten oder so, das wäre das negativ oder positiv dazu. Und dann haben wir noch
Also wir haben alles in rund und alles in eckig. Also so, so ist es, ne? So. Dann so, eckig und mit Löcher. Also ich finde die sehr, sehr schön. Die sind ein bisschen größer als die von Stampin' Up, glaube ich. Und, aber das finde ich ist nicht schlimm. Ich habe natürlich dazu schon eine Karte gemacht. Im Prinzip das Gegenstück zu dieser Karte hier. Also die männliche Version. Da habe ich auch wieder Vellum genommen von Action. Und diese Stanze. Und da habe ich diese glatten. Also sind ja immer glatte und... Also für Männchen und für Weibchen, diese Unterlegscheiben sozusagen. Und die habe ich hier ein bisschen mit Silberfarbe, Metallicfarbe beschmiert und besprenkelt mit diesem Schwarz. Und ja, wie ich finde, zwei sehr, sehr schöne Karten. Und ja, das war dann, würde ich mal sagen, mein Haul. Hatten wir noch irgendwas? Das ist jetzt schon gestern gewesen, aber ich glaube, das war's. Ich finde wieder sehr schöne Sachen. Ich hoffe, ich konnte euch inspirieren und erklären, warum ich mir diese Dinge unbedingt bestellen musste. Also natürlich brauchen wir nicht unbedingt, aber die sind doch auch total süß. Also ich bin total happy mit meinem Einkauf. Wie gesagt, ihr müsst natürlich solche Sachen nicht kaufen. Sicherlich habt ihr ähnliche Dinge. Dafür kann man ja auch ganz normale Pailletten nehmen oder Kreise zum Beispiel. Kleine Kreise kann man ja auch ausstanzen und so weiter. Ja. Also wie gesagt, ich bin total happy und kann diese Firma... Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich jetzt zwei verschiedene Firmen hier hatte, weil, also eigentlich diese Firma heißt Lora by, Lora sozusagen. Aber es steht hier auch drauf, das sah jetzt hier so im Video ein bisschen anders aus. Aber die heißen Lora by Lora, ne? Also total schön, da steht es auch. Da ist die Website, also wer mag, wartet mal, will nicht. Die Website ist eben Lora by Lora zusammengeschrieben. Also wer da mal gucken mag oder eben bei Kraft.de. Ich weiß nicht, wie da die Preisunterschiede sind. Ja, dann war es das fürs Erste mit meinem Haul. Der nächste Haul wird entweder Action oder Kraft.de sein. Die letzte Alexander Renke Box ist auch schon auf dem Weg, wie ich gerade erfahren habe, per E-Mail. Also da kommen jetzt wieder... viele Shopping-Details von mir. Wie gesagt, aber ich möchte euch nicht zum Shoppen animieren, aber ihr wisst ja selber, wie das ist. Ich brauche immer so ein bisschen neue Anregungen und ja, also die Dinge habe ich jetzt hier vorwiegend wegen Alben mir gekauft und das muss jetzt auch demnächst mal passieren. Ich habe ein paar Tage frei noch, also einzelne Tage und ja, vielleicht schaffe ich es da mal. Gut, jetzt aber genug gelabert. Ich bedanke mich fürs Zuhören, Zusehen. Freue mich natürlich über Kommentare, Däumchen nach oben und Abos und ja, wünsche euch einen schönen Abend, Nachmittag, Morgen, Nacht, was auch immer jetzt kommt und dann bis zum nächsten Video. Tschüss!